is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Lohn der Erlösten. Wird jemand das Werk bleiben, so wird er Lohn empfangen. Herrlich wird der Lohn sein, der den treuen Arbeitern ausgeteilt wird, wenn sie sich am Thron Gottes und des Lammes versammeln. Als Johannes in seinem sterblichen Zustand die Herrlichkeit Gottes erblickte, fiel er um wie ein Toter. Er konnte diesen Anblick nicht ertragen. Doch wenn die Kinder Gottes mit Unsterblichkeit überkleidet worden sind, dann werden sie ihn sehen, wie er ist. Sie werden vor dem Thron stehen und in dem Geliebten angenommen sein. All ihre Sünden sind ausgetilgt worden, all ihre Übertretungen weggetragen. Nun können sie die unverhüllte Herrlichkeit des Thrones Gottes anschauen. Sie haben mit Christus gelitten. Sie haben mit ihm im Erlösungsplan zusammengearbeitet. Sie haben Anteil an seiner Freude, Menschen ins Reich Gottes gerettet zu sehen, wo sie Gott in alle Ewigkeit preisen werden. An jenem Tag werden die Erlösten in der Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes leuchten. Die Engel werden auf ihren goldenen Harfen spielen und den König und seine Siegestrophäen willkommen heißen. Ein Siegeslied wird erscheinen, das schließlich den ganzen Himmel erfüllt. Christus hat gesiegt. Er betritt die himmlischen Höfe in Begleitung seiner Losgekauften. Die bezeugen, dass seine Mission des Leidens und der Selbstaufopferung nicht vergeblich gewesen ist. Und da gibt es Heime für die Pilger von der Erde. Da gibt es Kleider für die Gerechten mit Kronen der Herrlichkeit und Siegespalme. Alles, was uns an Gottes Führung für uns unverständlich war, wird in der kommenden Welt klargemacht werden. Die Dinge, die schwer zu verstehen sind, werden dann eine Erklärung haben. Die Geheimnisse der Gnade werden uns eröffnet werden. Unser begrenzter Verstand nur Verwirrung und gebrochene Versprechen entdecken könnte, werden wir die vollkommenste und schönste Harmonie erkennen. Wir werden sehen, dass die unendliche Liebe die Erfahrungen, die uns am schwersten geprüft haben, angeordnet hatte. Wenn wir uns der zärtlichen Fürsorge dessen bewusst werden, der alles zu unserem Besten hinausführt, werden wir uns freuen mit unaussprechlicher Wonne, völlig verkehrt. Ich bitte euch dringend, bereitet euch auf die Wiederkunft Christi in den Wolken des Himmels vor. Bereitet euch auf das Gericht vor, damit ihr, wenn Christus kommt, um von allen Gläubigen bewundert zu werden, bei denen seid, die ihn in Frieden begegnen. The Lord is coming. Are you ready?